Hallo zusammen, willkommen zu einer neuen Videorezension. In diesem Video geht es um Bleeding Violet, niemals war Wahnsinn so verführerisch von Dia Reeves. Worum geht's in dem Buch? In diesem Buch geht es um die 16-jährige Hannah, die nachdem ihr Vater gestorben ist, kurzerhand beschließt, zu ihrer Mutter zu trampen, die sie noch nie zuvor gesehen hat und die in einer texanischen Kleinstadt namens Potero lebt. Der Empfang ist auch alles andere als freundlich, doch davon lässt sich Hannah so ziemlich gar nicht beeindrucken und schafft es, einen Deal mit ihrer Mutter abzuschließen. Wenn sie es innerhalb von 2 Wochen schafft, sich in die Stadtgemeinde zu integrieren, dann darf sie bleiben. Doch die Kleinstadt ist keineswegs so idyllisch, wie sie auf den ersten Eindruck vielleicht gewirkt haben mag, und auch die Einwohner sind alles andere als umgänglich. Denn obwohl Hannah es gewohnt ist, wegen ihrer Verrücktheit aufzufallen, fällt sie in diesem Städtchen ausschließlich deshalb aus, weil sie ausschließlich violette Klamotten trägt. Willkommen in Potero, in einer Stadt, die ausschließlich nach ihren eigenen Gesetzmäßigkeiten verkehrt und in der sich Gefahr und Wahnsinn abends gute Nacht sagen. Meine Meinung zu diesem Buch: Ich habe mir dieses Buch im Prinzip total auf Glück gekauft. Zum einen, weil ich das Cover echt ansprechend fand, weil lila meine absolute Lieblingsfarbe ist und weil hier das Wort Wahnsinn drin auftauchte. Dahingehend hatte ich auch eine ziemlich geprägte Erwartungshaltung an diesem Buch. Ich wollte unbedingt irgendetwas Abgedrehtes und Mystisches haben. Und ich hatte Glück, denn diese Erwartungshaltung wurde dieses Mal sogar noch übertroffen. Denn dieses Buch hier siedelt sich genremäßig definitiv in der Ecke Mindfuck an. Und Mindfuck bedeutet nicht, wie ich das bei The Sarah Story oder bei Shookie Books gesehen habe, dass es ein unerwartetes Ende hat. Das nennt sich dann Twist. Sondern Mindfuck bedeutet, grob übersetzt, abgedrehter Scheiß. Es stimmt zwar, dass die meisten Mindfuck-Geschichten mit einem unerwarteten Ende daherkommen, also mit einem Twist, das muss allerdings nicht so sein. Mindfuck betitelt im Prinzip nur das genaue Gegenteil von rational. Wir merken uns also, Mindfuck gleich abgedrehter Scheiß. Im besten Fall so wie hier im positiven Sinne. Deshalb allgemein wichtig und existenziell für dieses Buch ist, dass man sich absolut und vollkommen darauf einlassen kann. Wer dementsprechend nur Geschichten liest, wo alles rational erklärbar sein muss und wo alles einen Sinn haben muss, mit gefestigten Charakteren, der sollte um dieses Buch wirklich einen weiten Bogen machen. Denn man muss ganz klar sagen, in diesem Buch hat wirklich jeder Charakter eine absolute Ratsche weg. Und das meine ich hier durchaus im psychologischen Sinne. Aber genau das ist es eben, was dieser Geschichte diesen besonderen Reiz gibt. Ich bin so verliebt in diese Protagonistin, weil sie oft gerade aufgrund ihrer Macken so handelt, wie kein anderer das tun würde. Und doch irgendwie jede Handlung auf ihre leicht verdrehte Logik total schlüssig ist. Deshalb störe mich in diesem Buch auch keine Stimmungsumbrüche oder eigenartige Schlussfolgerungen, weil alles irgendwie auf diesen Charakter zugeschnitten ist und irgendwie passt. Und vor allem ganz wichtig, bleibt dieser Charakter dabei sympathisch und liebenswert. Über die Stadt Potero und dessen Einwohner kann man im Prinzip im Großen und Ganzen genau das Gleiche sagen. Es ist total abgedreht, dabei kreativ, ab und an auch irgendwie verwirrend, aber absolut charmant dabei. Als kleiner Tipp von mir würde ich hier wirklich raten, am besten hinterfragt man einfach mal gar nichts, sondern lässt sich einfach komplett darauf ein. Und wenn dann ein Haus lebendig wird, weil der Schlüssel dazu aus Knochen erstellt wurden, ja, dann ist das halt so. Mein Fazit dazu: Dieses Buch konnte mir seit langem mal wieder etwas ganz Neues bieten, das ich bisher so in dieser Form in einem Buch noch gar nicht vorgefunden habe, und ich lese ja auch nicht gerade erst seit gestern. Absolut nichts hier drin folgt normalen Strukturen, und genau das macht dieses Buch so besonders und genau das macht dieses Buch so absolut genial. Dieses Buch ist wirklich einfach komplett abgedreht. Es ist ein Spielplatz für den Kopf, an den übrigens, wie ich finde, auch definitiv Tim Burton seinen Spaß hätte. Also zumindest von dem Grad der Abgedrehtheit her. Dies ist definitiv ein Buch, was gerade in Deutschland irgendwie noch so überhaupt keine Aufmerksamkeit bekommen hat, was ich wirklich wahnsinnig schade finde. Dementsprechend von mir aus jetzt eine absolute Buchempfehlung für all diejenigen, die auf diesem coolen, abgedrehten Scheiß stehen. Okay, das war's von meiner Seite aus. Ich wünsche euch noch einen schönen restlichen Tag und vielleicht sehen wir uns ja im nächsten Video. Tschüss!